Wie viel Geld ein einfacher Arbeiter in Nordkorea verdient, lässt sich nur erahnen, aber viel wird es wohl nicht sein. Das Land hat das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Es mangelt an fast allem, an Lebensmitteln, Heizmaterial, Treibstoff und an Strom. Ein Aftershave kostet rund 10 nordkoreanische Monatsgehälter. Wie überlebt so ein Land? Politisch wird Pyongyang von Peking gestützt, das ist kein Geheimnis. Weniger bekannt ist, China päppelt den kleinen Bruder auch wirtschaftlich und toleriert dabei Geschäfte, die eigentlich illegal sind. Johannes Hanau hat ihn beobachtet, den kleinen Grenzverkehr, der Nordkoreas Wirtschaft am Leben hält. Wir sind unterwegs in Chinas fernem Osten, in der Provinz Jilin, dort, wo man noch nicht so viel davon spürt, dass China mittlerweile zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist. Nach mehr als 7 Stunden Fahrt über Berge und durch tiefe Wälder, mitten im Nichts, liegt er auf einmal vor uns, der Yalu-Fluss, der die beiden Städte Changbai auf chinesischer und Huishan auf nordkoreanischer Seite trennt. Unser Fahrer meint, wir müssten extrem vorsichtig sein beim Filmen. Sein Gesicht will er nicht zeigen. Weder die chinesischen noch die nordkoreanischen Grenztruppen sehen es gerne, wenn sich hier Journalisten rumtreiben würden. Warum? Das erfahren wir später. Und weil es weder der nordkoreanische noch der chinesische Grenzschutz besonders gern sehen, dass sich hier Ausländer rumtreiben und auch noch Filmaufnahmen machen, sind wir hier erstmal den Pagodenberg hochgekraxelt, um aus deren Blickfeld zu geraten und um uns einen ersten Überblick hier zu verschaffen. Von hier oben hat man einen prima Blick hinein in die nordkoreanische Grenzstadt, was einem sofort ins Auge sticht. Es wird viel gelaufen drüben in Nordkorea. Autos gibt es so gut wie nicht, dafür aber überall Porträts der großen und geliebten Führer der Kim-Dynastie. Auf dem Pagodenberg treffen wir Frau Wang. Sie vermietet für umgerechnet etwas mehr als 1 Euro den exklusiven Gruselblick. Das da drüben ist das Gefängnis für politische Gefangene. 7 Maiskörner pro Tag würden die Gefangenen hier bekommen und ein Glas Wasser, erzählt sie uns. Aus sicherer Entfernung mit einem starken Teleobjektiv, das Frau Wang den chinesischen Grenzsoldaten abgekauft hat, bestätigt sich zunächst unsere Vorstellung vom bitterarmen Schurkenstaat. Frau Wang aber sieht das anders, so schlecht würde es denen da drüben gar nicht gehen. Viele hätten richtig Geld, seien Millionäre. Und sie zeigt uns das Reichenviertel von Huishan. Viele haben da drüben mehr als 10 Millionen chinesische Yen. Wieso sind die denn so reich? Na, die machen Volkshandel. Volkshandel? Was für Handel? Naja, Schmuggel. Es wird hier alles geschmuggelt. Einfach alles geht da über den Fluss rüber. Kleidung, Lebensmittel nach drüben und Metalle und andere Dinge zurück. Auch da über den offiziellen Grenzübergang. Der Grenzfluss Yalu ist hier so seicht, dass die Menschen ohne Probleme zwischen den beiden Ländern pendeln können. Wir drehen heimlich, wollen uns das mal genauer ansehen. Der Schmuggel findet nachts statt, weitgehend unbehelligt von den Grenzern beider Seiten. Und das habe einen einfachen Grund, erklärt uns unser Fahrer. Die Lokalregierung möchte damit die Lebensumstände der Menschen hier verbessern. Hier gibt es keine großen Unternehmen, keine Arbeitsplätze. Der Schmuggel löst die Probleme vieler Menschen hier. Solange es nicht um Drogen oder Menschenhandel geht, drückt die Regierung ein Auge zu. Wir drehen heimlich an den Ladehöfen rund um die chinesische Grenzstation. Überall nordkoreanische und chinesische Lkw. Überall werden Waren um- oder ausgeladen. Auch wenn es sich wohl meist um ganz offiziellen Warenverkehr zwischen beiden Ländern handelt, sind es Bilder, die die chinesische Regierung nicht wirklich gern der Weltöffentlichkeit im Fernsehen präsentiert. Denn sie werfen Fragen auf. Fragen, was da so alles über die Grenze nach Nordkorea geht, das von den Vereinten Nationen ja mit einem recht robusten Handelsembargo belegt ist. Wir treffen uns mit einem, wenn man so will, Geschäftsmann, der von dem reibungslosen Handel zwischen beiden Ländern profitiert. Aber gerade als wir das Interview beginnen wollen, ist es auch schon wieder vorbei. Mist, aufpassen, wir müssen weg hier. Polizei, Police. Das Interview mussten wir jetzt gerade abbrechen, weil die Polizei gekommen ist und unser Geschäftsmann gemeint hat, es sei besser, wenn wir jetzt verschwinden. Wir ziehen uns zurück, aber unser Fahrer zeigt uns dann, wie der Schmuggel hier an der Grenze funktioniert. Und er macht uns auf ein paar Holzkonstruktionen aufmerksam. Schaut, da drüben, diese Bretter. Die werden für den Schmuggel benutzt. Die legen sie auf riesige Reifen und dann ziehen sie die Waren über den Fluss. Fast alle Familien hier am Fluss schmuggeln. Und dann zeigt er uns die Stelle, wo die Waren ausgetauscht werden. Nachts so zwischen 2 und 3 Uhr geht es hier hin und her.
Das Wasser ist nicht tief, etwa hüfthoch. Die Leute hier gehen rüber, tauschen Waren, kommen zurück und verladen diese dann hier in die Autos. Das aber drehen zu wollen, sollten wir besser vergessen. Das sei lebensgefährlich. Denn es würden eben nicht nur Lebensmittel und Kleidung gegen Mineralien getauscht. Aus Nordkorea kämen jede Menge synthetische Drogen und Frauen, die in China an Bordelle und Junggesellen verkauft würden. Wir schaffen es, mit einem der Schmugglerkönige, wie sie hier genannt werden, Kontakt aufzunehmen. Nach längeren Verhandlungen erklärt er sich bereit, mit uns zu sprechen. Er zeigt uns ein paar der Waren, die sie aus Nordkorea rüberholen, mit denen sie hier in China ein Vermögen machen können. Ölgemälde, für die reiche Chinesen umgerechnet oft viele tausend Euro zahlen. Getauscht gegen ein paar Lebensmittel oder Kleidung. Besonders gut aber laufe das Geschäft mit getrockneten, wilden Seegurken. Eine Delikatesse in China. Das Pfund für bis zu 150 Euro. Der Schmuggel sei bislang ein prima und problemloses Geschäft gewesen. Die Grenze auf beiden Seiten hätten ihren Anteil bekommen. Aber in letzter Zeit würde es schwieriger, erzählt er uns. Es gibt nicht mehr so viel drüben. Und wenn es nichts mehr gibt, dann fangen die Nordkoreaner an, aus ihren eigenen Kollektiven zu stehlen und verkaufen das dann an uns weiter. Das aber macht die Lage drüben instabil und deswegen gehen die beiden Seiten jetzt härter gegen uns Schmuggler vor. Wenn man dem Schmugglerkönig glaubt, verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage drüben. Größte Sorge aber ist, dass Nordkorea wie angekündigt einen vierten Atombombentest durchführt. Das nämlich sei schlecht fürs Geschäft. Denn für die chinesische Regierung würde es dann immer schwieriger, beim Schmuggel ein Auge zuzudrücken. Nordkoreas Führung hat jetzt den Touristen als Devisenquelle entdeckt. 100.000 Betten will Pyongyang für Urlauber bereitstellen. In 10 Jahren will man 3 Millionen Besucher pro Jahr empfangen.